Einen wunderschönen guten Tag an alle Cineastinnen und Cineasten draußen. Willkommen wieder beim Movie Check und zu der Review zu Hostage. Entführt. Wow. Einem der besten und spannendsten Thriller der ersten Dekade des 21. Jahrhunderts. Ja, das ist sehr hochtrabend, aber meiner Ansicht nach für diesen Film auf jeden Fall angebracht. Und nebenbei auch einer der besten Filme mit Bruce Willis in der Hauptrolle, die nicht John McClane heißt. Und ich will jetzt nicht pauschal sagen, dass die Filme rund um John McClane, also die Stirb langsam-Reihe, das Beste ist, was Bruce Willis hervorgebracht hat. Aber es ist ja doch tatsächlich das Franchise, was ihn als Charakterdarsteller, wenn man überhaupt beim Actionfilm über Charakterdarsteller sprechen darf und diesen Begriff, diesen per Definitionem eigentlich schon Titel eines Schauspielers verwenden darf, anwenden darf. Aber meiner Ansicht nach, zumindest im Action-Segment, ist Bruce Willis ein Charakterdarsteller, wenn es um John McClane und andere Rollen geht, die er in seiner Vergangenheit verkörpert hat. Und da ist tatsächlich Hostage meiner Ansicht nach eine erfreuliche Abwechslung zu dem sonstigen Stuff, den Bruce Willis in der Zeit 2000 bis 2010 an sich produziert hat und für den er letztens auch vor der Kamera stand und definitiv wesentlich besser als das, was er in den letzten 10 Jahren so abgerissen hat. Und warum, wieso, weshalb ich persönlich, aber auch faktisch belegbar, objektiv sozusagen, Hostage für einen sehr gelungenen Film halte, das erfahrt ihr nach dem Intro. Bruce Willis spielt in Hostage, entführt Jeff Talley. Jeff ist Geiselnahmenvermittler beim LAPD, sprich er verhandelt direkt mit dem Geiselnehmer um die Freilassung der Geiseln. Und zu Beginn des Filmes werden wir auch Zeugen einer solchen Geiselnahme, die gründlich schief geht, was dazu führt, dass Talley sich aus dem aktiven Dienst der Vermittler zurückzieht und zu einem ganz normalen Streifenpolizisten wird. Und man möchte sich eigentlich vorstellen, dass das total langweilig ist und man einen sich jetzt Bruce Willis nur noch dabei zusieht, wie er Strafzettel verteilt, aber er gerät tatsächlich direkt in eine sehr, sehr brenzlige Situation, denn bei Walter Smith, der von Kevin Pollock verkörpert wird, wird eingebrochen und es entsteht eine Geiselnahme, denn sowohl Smith als auch seine beiden Kinder werden von 3 halbstarken Einbrechern in Gewahrsam genommen, gefangen genommen und sitzen dann aber auch blöderweise in diesem Haus fest, weil eine Kollegin von Jeff Talley auf diese brenzlige Situation, auf diese Geiselnahme aufmerksam wird, angeschossen wird, aber noch rechtzeitig Verstärkung rufen kann und der Erste, der vor Ort ist, nun mal Jeff Talley ist, der dann auch versucht, direkt das Zepter in die Hand zu nehmen und zu vermitteln. Gleichzeitig entsteht aber noch ein zweiter Handlungsstrang rund um diese Geiselnahme, weil Walter Smith, der Besitzer des Hauses, in dem diese Geiselnahme stattfindet, offensichtlich Teil einer kriminellen Organisation ist und ausgerechnet für diese kriminelle Organisation sind wertvolle Dokumente in seinem Haus. Und das führt uns zu dem zweiten Handlungsstrang, denn diese kriminelle Organisation entführt die Familie von Jeff Talley und setzt ihn unter Druck, damit er quasi für die Organisation, für die Leiter, die Bosse dieser kriminellen Vereinigung diese Dokumente sicher und ohne dass irgendein anderer Cop einen Blick auf diese Dokumente wirft, besagte Unterlagen aus dem Haus holt und den Entführern seiner Familie übergibt. Und das ist schon eine sehr komplexe Geschichte, weil hier Handlungsfäden sich überschneiden, parallel laufen, sich überkreuzen und ein Geflecht, ein verwirrendes Geflecht entsteht, weil man zu keinem Zeitpunkt weiß, wem Jeff Talley als Protagonist, dem wir als Zuschauer primär auch folgen, vertrauen kann oder besser nicht vertrauen sollte. Ist eine sehr interessante Geschichte. Fand ich damals, als ich den Film auch das erste Mal gesehen habe, sehr spannend, hat mich total gefesselt. Und das ist insofern
Auch nicht verwunderlich, weil er trotzdem, dass die Handlung komplex ist, nur mit 110 Minuten auskommt, also fast 2 Stunden, wenn man so möchte. Und in diesen 2 Stunden diese Geschichte äußerst kondensiert und sehr konzentriert rüberbringt. In jeder Minute dieses Films ist wirklich die Spannung da und folgt eigentlich auch einem klassischen Spannungsbogen. Wir fangen langsam an, total entspannt, haben den ersten kleinen Klimax, der uns auf die Stimmung des Filmes einstimmen soll, bereits zu Beginn mit der nicht so gut laufenden Geiselnahme. Und dieses Moment brennt sich beim Zuschauer ein und verfolgt einen dann über die ganze restliche Laufzeit des Filmes bei der eigentlichen Geiselnahme, die den Hauptplot sozusagen umgarnt und letzten Endes auch thematisiert. Denn die Geiselnahme selber ist der Dreh- und Angelpunkt der eigentlichen Storyfäden, nämlich einmal die Geiselnahme nach Möglichkeit ohne Tote zu lösen und gleichzeitig auch ohne Tote, bestenfalls, die Familie von unserem Chefvermittler Jeff Telly doch noch befreit zu sehen am Ende des Films. Und ob das so passiert, das werde ich euch natürlich nicht spoilern, aber seid euch gewiss, dass diese Story hier und da tatsächlich sehr viel Überraschung parat hält. Und Überraschung ist tatsächlich das Stichwort, denn die drei Halbstarken, 2 Brüder und ihr psychopathischer Freund, wenn ihr so wollt, sind die Überraschung schlechthin in diesem Film. Ich meine, Bruce Willis ist ein Actionstar. Dass der Thriller kann in diesem Ausmaß, mit der Qualität, hatte ich so nicht erwartet. Aber die drei halbstarken Jungs, die hier mir zu dem Zeitpunkt damals auch total unbekannt gewesen sind und die auch, glaube ich, gar nicht mehr so krass in eine Hollywood-Karriere nach diesem Film gemündet sind, haben mich tatsächlich überrascht. Ich meine, da sind 2 Brüder, die sind ein bisschen verweichlicht und planlos, was die auch sehr authentisch dementsprechend natürlich rüberbringen, weil sie mich genau da auch im Kern getroffen haben und mich mit ihrer Leistung überzeugt haben. Und eben ihr psychopathischer Freund, der wirklich sowas von krank im Kopf ist, dass ich immer wieder, auch jetzt, 17 Jahre nach Release des Films, immer noch Angst bekomme, eine Gänsehaut bekomme, wenn ich den Film sehe und er als erstes auf die Bildfläche kommt und mit seiner ruhigen, entschlossenen und dementsprechend auch sehr beängstigenden Art mir auch Angst macht. Das ist richtig intensives Kino, möchte man sagen. Heimkino ist es jetzt natürlich und ist auf jeden Fall einer der Charaktere, der für Atmosphäre einfach sorgt. Gegenüber natürlich dann dieses emotionale Momentum von Jeff Telly, der nicht nur sich verantwortlich fühlt für die Kinder von Walter Smith, dem Besitzer des Hauses, ich erwähnte es, sondern auch natürlich sich um seine eigene Familie sorgt. Da ist sehr viel Spiel mit Emotionen, sehr viel Spiel mit der Spannung. Da wird teilweise von der einen auf die andere Szene die Spannung richtig hochgeschraubt. Und das kriegen wir mit. Das kriegen wir mit der Kamera mit den Dialogen, die auf einmal bitterböse ernst und direkt werden. Die knallen sich also entsprechende Dialogzeilen nicht nur gegeneinander an den Kopf, sondern der Zuschauer ist Teil dieser Story, Teil dieser Atmosphäre und kriegt dementsprechend auch die volle Breitseite ab. Das gefällt mir richtig gut. Der Film projiziert seine Geschichte also auf uns und das ist einfach etwas, was intensivste Spannung auf jeden Fall für jeden verspricht. Wer Genre-Fan ist, wird hier auf jeden Fall auf seine Kosten kommen, denn der Film ist in sich eigentlich vollkommen stimmig. Wie gesagt, der schauspielerische Teil ist hilarious. Der visuelle Stil hat mir richtig gut gefallen. Wir haben so ein bisschen Düsternis, ein bisschen Brisanz mit im Bild, nämlich die ganze Zeit, wenn die Kamera erst langsam Fahrt aufnimmt und dann aber Kamerafahrt, also das direkte Aufnehmen der Situation, gemeinsam mit dem Schnitt zusätzlich die eigentliche Spannung der Szenerie auch noch versucht, perfekt einzufangen und es dann auch größtenteils in fast allen Szenen stimmig schafft. Der Soundtrack ist der absolute Overkill. Allein im letzten Drittel haben wir da so krasse Tracks, die mir, wenn ich die Musik nur höre, direkt wieder Bilder aufkommen lassen, aus den Szenen, in denen der Soundtrack quasi dann auch das Bildmaterial gedubbt hat. Also die ganzen Szenen kommen dann wieder hoch und man rekapituliert den Film. Das ist genial. Und dementsprechend, ich weiß nicht, was ich noch sagen soll. Ich bin begeistert von Hostage entführt. Wie gesagt, einer der besten Filme von Bruce Willis, ohne dass er irgendwie anbandelt mit John McClane. Außer der Tatsache, dass es auch quasi eine One-Man-Show ist, er also der Held des Tages vermeintlich ist und vermeintlich deswegen, weil er natürlich hier Schwäche zulässt, die man so
in dem Ausmaß, wie er es hier performt, bei John McClane in der Die Hard-Reihe so nie gesehen hat, wenn es nach meiner Auffassung geht. Ja, und dahingehend komme ich jetzt auch zur Wertung für den von Florent Emilio, ich weiß nicht, wie sein Nachname heißt, von Regisseur Florenti, ich gucke es mal eben schnell nach, Florent Emilio Siri geschaffenen Film Hostage Entführt. Und zwar in der Filmwertung vergebe ich 4 von 5 möglichen Punkten in der Genrewertung, weil er mir einfach durchweg gefallen hat. 5 von 5 Punkten, also 9 von 10 möglichen Punkten für dieses Thriller-Erlebnis, was ich nur wärmstens empfehlen kann. So, das war meine Meinung zu Hostage Entführt. Eure Meinung in die Comments oder auf unserem Discord, beziehungsweise meinem Discord. Jan ist ja nicht mehr da. Und ja, dann sage ich 3, 2, 1, tschö mit Ö. Und nicht vergessen, Freunde der Nacht, Filme sind einfach geil.